Hi und Servus Leute. Ich möchte euch mal einen Mega-Trick zeigen heute. Und zwar schaut mal her. Es gibt ja momentan, es klappt mit eigentlich allen Halle der Helden. Das ist mit allen Hosts ist es gar kein Problem. Ich habe jetzt nur die erste Stage geklärt und habe dann erstmal eine Pause eingelegt und dachte mir, ich zeige euch mal diesen Trick. Ihr könnt, normalerweise ist es ja so, dass man nur dann 5 Stück beschwören könnte. Ihr könnt aber 10 von den Helden hier, von den Monstern hier beschwören. Und zwar läuft das so. Ihr geht auf Shop, Ehre, geht auf Gilde und kauft euch, ihr müsst natürlich dementsprechend viel Gildenpunkte haben, aber wenn ihr viel Gildenpunkte im Überschuss habt, einfach extrem viel hiervon kaufen. Sobald ihr 25 Stück habt, könnt ihr jetzt schon mal in der ersten Stage einen beschwören. Wenn ihr in den zweiten gekommen seid, also ihr müsst aber jedes Mal, wirklich jedes Mal nach der ersten Stage beschwören, weil sobald ihr 50 habt, könnt ihr es ja nicht mehr anwenden. Ich zeige es mal ganz kurz, jetzt habe ich hier ein bisschen mehr als 50, so. Schaut mal her. Jetzt kann ich dadurch, hier ihn einmal beschwören, ja, weil er brauchte 25 Stück, dass ich ihn beschwören kann. So, jetzt habe ich ihn einmal beschwört, ja. Jetzt gehe ich hier rein, mache einfach noch einmal diesen Stage. Ich glaube, den brauche ich jetzt hier nicht. Eher Damage-Dealer, wie zum Beispiel, mal kurz ihn. Ihn auch kurz raus, dass es schneller geht. Ja, Moment, 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 dass es ganz schnell geht. Dass es richtig schnell geht. So, soll ja schnell jetzt durchlaufen. Also ich hoffe, ihr wisst jetzt ungefähr, was ich meine. Ihr müsst eigentlich jedes Mal nach dem einen Stage, den ihr gemacht habt, wieder beschwören. Weil wenn ihr jetzt die zweite Stage direkt danach gemacht hättet oder würdet, dann wäre es ja so, dass ihr schon 25 Stück habt, schon 50 Stück habt. Und dann könnt ihr sozusagen die Hälfte nicht anwenden dafür, dass ihr sozusagen aus den Rollen die 25 vervollständigt. Aber so in dem Fall, wenn ihr jedes Mal nach jedem Stage beschwört, habt ihr jedes Mal nur 25. Vervollständigt sozusagen über die Rollen, die man kauft, die restlichen 25. Und dann seid ihr eigentlich auch schon fertig. Warum so wenig Schaden? Ja gut, was halt fehlt wahrscheinlich? Deathbringer irgendwo ist auch scheißegal, jetzt erstmal. So. Jetzt habe ich wieder meine weitere 25. Ich bin gerade mal in Stage 2 und kann schon den zweiten beschwören. Und genau so habe ich schon extrem oft, was ist extrem oft, also bei den Monstern, bei denen es sich gelohnt hätte, das gemacht. Bei ihm mache ich das jetzt nicht. Weil, also er ist echt nice mit seinen Fähigkeiten, ja. Also ich finde es schon fast eigentlich OP. Wo ist er denn? Warum sehe ich ihn nicht? Achso, ist er jetzt im Ding gelandet? Ah ja. Perfekt, er ist hier gelandet. Höchster Grad. Weil ich habe halt genug von denen, dass ich Skill-Ups halt eben machen kann, ne? Deswegen werde ich es nicht machen. Ich werde es vielleicht zwei, dreimal noch machen, danach lasse ich das. Genau. Jetzt nicht anklicken und die Fähigkeiten anschauen. Ich finde die Passive halt mega. Wenn du dich in eine Statue wandelst, erhöht sich die Abklingzeit der Fertigkeit des Ziels, das dich angreift, um 2 Runden. Das heißt, eigentlich richtig Def reinhauen, weil der basiert ja auch Def mit seinen Angriffen. Der kann provozieren. Provoziert alle Feinde. Alle müssen ihn angreifen. In Kombination mit Chandra zum Beispiel, wo er nochmal zusätzlich ein Schild bekommt, ist eigentlich echt mega OP. Also eigentlich Accuracy so ein bisschen, mega auf Death gehen. Speed braucht er eigentlich fast gar nicht.
Je nachdem, natürlich. Aber mega. Also ich finde es eigentlich schon mega, muss ich sagen. Okay, das war es eigentlich schon. Das ist ein mega Trick eigentlich. Ich weiß, ich habe jetzt noch nie ein Video gesehen online irgendwo. Sei es auf dem Englischen oder auf dem Deutschen. Der schon mal darüber ein Video gedreht hat. Vielleicht gibt es schon. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gesehen bis jetzt. Wollte ich einfach mal mit euch mitteilen. So, wenn ihr weitere Videos haben möchtet, in die Kommentare schreiben und Peace out.